back hier bei Final Fantasy 7. Und wir haben gespeichert, es geht weiter. Zu einem Kampf. Wie könnte das auch anders sein? So, wir sind ab. Abwehrmittel. Reis. Und Blitz natürlich noch. Oh, 130. Bam. Ach, schade. Abwehr. Ja, komm. Sehr schön. Gut so. Keine Objekte. Oh, ich brauche aber trotzdem jetzt einen Trank. Sehr schön, weiter. Hier entlang. Ja. Oh, fuck. Shinra-Soldaten. Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Präsident Shinra. Was macht der Präsident hier? Ihr seid also... Wie war das doch gleich? Avalanche, merkt ihr es? Gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh. Du bist der von Socha zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es in deinen Augen, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Claude. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer dir wird mal ein neuer Sephiroth. Tja, Sephiroth, er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Das ist mir völlig Schnuppe. Bald geht hier alles mit einem riesen Knall in die Luft. Ja, geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff. Um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer! Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer! Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Ober-Ungeziefer. Also halt die Klappe! Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss zu einem Bankett. Ja, Bankett? Mach keine Witze, ich bin noch nicht fertig. Ich habe euch allen einen Spielkameraden besorgt. Oh, wie süß. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Ja, sehr toll. Darf ich bekannt machen? Er, Buster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euren Leichen entnehmen wird, für unsere künftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident! Hey, Claude, wir müssen was gegen den machen. Hilfe, Claude! Ist das ein Soldier? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. Und das ist der Boss, von dem ich geredet habe. Was für ein epischer Song. So, als erstes hier... Blitz. Dann ein Limit. Und noch ein Limit.
Eigentlich ist der Boss auch total einfach. Also, der Trick hierbei ist, ihn hauptsächlich von hinten anzugreifen. Ja, wie ihr seht, mega krassen Schaden. So, Barrett. Kraft mal normal an. Nochmal Eis. Super, jetzt ist auch Barrett's Limit-Angriff verfügbar. Das reicht doch nicht, was? Na dann. Oh, oh, okay, doch, reicht. Ihr habt gesehen, ein total einfacher Gegner. Titan reicht nicht. Wow! Es wird explodieren, komm, Tifa, weg hier! Barrett, kannst du nichts tun? Absolut. Cloud, du darfst nicht sterben. Bitte, es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Tifa. Hey, wirst du schaffen? Ich glaube, cool. Hier ist die Sache, wenn ich jetzt ich glaube, cool auswähle, bekomme ich Flirtpunkte für Barrett. Wähle ich aber, ich weiß nicht, ob ich schaffe aus, bekomme ich Flirtpunkte bei Tifa. Und da ich mit Tifa flirten will und nicht mit diesen bärtigen Barträger namens Barrett. Klick jetzt die Antwort an. Normalerweise würde ich bleibe cool wählen. So aus Claudes Sicht eigentlicherweise. Ne? Mist, ich kann bald nicht mehr. Schnell, Barrett. Hör auf wie ein Weibsäulen. Ich kann nichts für dich tun. Hilf dir selbst. Barrett. Okay, bis später. Ja, toller Typ. So ein Riesensturz, kann man das überleben? Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo, hallo. Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo, hallo! Also ganz ehrlich, dass man so einen Sturz überleben kann, ist ja wohl... ne? Ihr wisst, was ich meine. Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Und ja, wir kennen das Mädel. Haben wir am Anfang des Spiels gesehen. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet. Oh, deins. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Gut, das ist eine tolle Übersetzung. Sonderort. Es heißt,
dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Ah, wir können uns wieder bewegen. So treffen wir uns also wieder. Erinnerst du dich an mich? Ja, ich weiß noch. Du hast Blumen verkauft, du bist die Säuferin aus den Schlamms. Ja, genau. Oh, du erinnerst dich an... Ja, geil, super, tolle Übersetzung. Danke, dass du die Blume gekauft hast, Hans Maul. Sag mal, hast du irgendwelche Materie? Ja, was schon. Heutzutage findet man überall Materie. Aber meine ist was Besonderes. Tauchst du absolut nichts? Tauchst du nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie winkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Von mir aus. Wart mal kurz, ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Ja, super. Läuft erstmal über die Blumen und so weiter. Einen Moment noch. Boah. Oh. Da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße... Das ist Eris. Auch eine weitere Kampfgefährtin. Mit ihr könnte man auch flirten. Will ich aber nicht, denn ich flirte doch lieber mit Tifa. Hat seine Gründe. Ich bin Eris, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Claude. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle? Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Das ist so lustig. Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Ach, was für ein schlechtes Timing. Claude, nicht beachten! Mach dir keine Gedanken. Okay. Dann halt nicht. Sag mal, Claude, machst du auch Leibwächter? Du benimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir hier weg, bring mich nach Hause. Okay, mach ich, aber es wird dich einiges kosten. Ja. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Wer kann da denn Nein sagen? Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Hey, Schwester, was ist das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe in ihr... Hier zertrampelt die Blumen. Der Ausgang ist da hinten. Das waren Marco-Augen.
Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit, beeilt euch. Ah. Und tretet nicht auf die Blumen. Hirino, du bist gerade draufgetreten. Sie sind alle hinüber. Wofür? Bla bla. Ja, so schnell kann doch kein Schwanz lesen. Gut, wir sollen jetzt hier weg hier. Wir sind jetzt Leibwächter. Da sind sie, dort drüben. Klar, schau nur. Ich weiß, es sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Da bleibt nur noch eins. Eris, hier entlang. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Ist gut, lass keinen durchkommen. Sie darf nicht entkommen. Angriff, los, auf sie! Eris! Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Claude, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Lauf! Ich versuch's! Ja, wenn ich ihn nur noch stoße. Ja, dann. Stoß es um! Claude, Hilfe! Halt durch! Was verschieben? Ja, komm. Danke, das war so geil! Oh, Claude, was machst du? Das war so geil. Aber Leute, ja, das ist auch geil. Ein Typ greift mich an und dann kommen hier solche komischen Wolfsviecher oder so. Das ist so intelligent. Nee, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, hier möglichst unnett zu Eris zu sein, weil wenn ich nett bin, kann ich mit ihr flirten. Wenn nicht, kann ich nicht mit ihr flirten. Beziehungsweise sammelt man Flirtpunkte oder nicht Flirtpunkte oder Flirtpunkte für tiefer oder halt nicht. Und das Problem ist, man startet mit 30 Flirtpunkten bei tiefer, aber mit 50 bei Eris. Deswegen muss ich ja versuchen, Eris runter zu boxen mit den Punkten, indem ich unnett zu ihr bin und halt ein bisschen tiefer hochboxe mit den Flirtpunkten. Weil ich halt mit tiefer eben flirten will. Für das Date später. So. Und ihr seht, also Eris hat super viele geile, tolle Fähigkeiten. Nein. Ding. Und das war's. Nochmal. Oh, sogar ein Plomp. Naja, Kampf geschafft. Pff, ja, keine Ahnung. Ja, super, jetzt muss ich auch noch kämpfen, oder was? Saßen wir Plops. Au. Igelfloh. Ja. Hier ist ein Fass, findest du? Ach komm! Ja, dann stoß es doch um! Lauf! Ja, warum kann ich das denn nicht umschubsen?
Aerith, hier entlang. Na, klappt doch. Ein Kampf bei jeder Person reicht doch. So, ist hier lang. Die suchen mich ja schon wieder. Was soll das heißen? Ja, die sind nicht zum ersten Mal hier hinter dir. Ersten Mal hinter dir her? Boah. Das waren Turks. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Sie suchen nur? So brutal wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in einer Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen die auch aus. Aber warum sind die hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann, gehen wir. Jo, ein bisschen hüpfen hier. Warte! Ja, super. Ich klick alles hier weg, klick. Ach komm, Mädel, mach hin. Puh, uff. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. Ja. Du, Claude, wachst du mal ein... Soldier? Früher mal. Wie kommst du darauf? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Tja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Oh Mann, ey. Na komm, Mädel, mach hinne. Hüpf. Hüpf, hüpf. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Ah, Speicherpunkt. Perfekt. So, und hiermit werde ich auch den Part beenden. Und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal wieder bei Final Fantasy Teil 7. Hauen Sie rein.